Hallo und willkommen zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness von Jones 110 Spieletipps. Ich hoffe, ihr habt die letzten 2 bis 3 Szenen gesehen, wie sie hier reingegangen ist. Hoffe ich. Ja. Jetzt sind wir hier und suchen Informationen. Aber zuerst gehen wir nach oben. Weil gleich kommt so ein Problemlöser und vertippt uns Spaß. Ja. Ja. Vertippt unseren Spaß. Es scheint mir irgendwie alles zu ruhig. Irgendwie keine Spannung. Ja. Ah ja, dass das letzte Video irgendwie, dass ich mich nicht verabschiedet habe im letzten Video, das war so, dass ich, das Spiel stürzt ab und ich musste nochmal alles von vorne spielen bis zur Szene. Deswegen habe ich die Szene einfach gleich. Nochmal neu gefilmt. Genau. So wie ich es gemacht. Gut. Wieso auch immer. Wir sammeln hier 60.000 Munition auf, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Hab ich, ah ja, habe ich noch gar nicht erwähnt. Alle unsere Waffen wurden geklaut. Nur die Munition ist noch übrig. Aber was soll's? Man kann nicht alles haben. Aus einer Menge Leben. Kann sie da rein? Schade. Ich stelle mir gerade voll die Sims Lava Quarf vor. Das würde mir irgendwie gefallen. Wenn man sie hier dann auch so lenken kann. Boom, wir sind wieder oben. Hier können wir wieder runden. Ich weiß gar nicht, wann dieser Problemlöser kommt, von daher einfach alles mitnehmen. Sicherheitshalber Speicher. Ich glaube, wenn wir die Waffe aufnehmen, kommt er. Ach. Oh. Irgendwie. Ach, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schlaf nicht. Herrlich, das war welche Jahre. Wie viel Munition haben wir denn, bitteschön? Ich glaube, das reicht. 1, 2, los, müsste reichen. Hab die Musik gehört? Das heißt, sie ist da. Oder auch nicht. Doch, ist er. Sag mal, trifft der irgendwie immer?
Leben. Was nehmen wir denn? Das hier, ne? Ja. So, er flieht, dann können wir ihn in Ruhe lesen. Tatis. Aha. Die Lux Veritatis waren ein Geheimorden, der im 12. Jahrhundert aus den Tempelrittern hervorgegangen ist. Sie kämpften gegen das Böse, gegen die Zauberei und gegen die Alchemie. Angeblich haben sie 1445 Eckhart, den dunklen Alchemisten, vernichtet. Okay, jetzt beginnt das irgendwie von vorne. Die Sanglyphe. Hier steht was über die Sanglyphe. Angeblich war sie ein alchemistisches Artefakt des dunklen Alchemisten Peter van Eckhart. Sie bestand aus 5 metallischen Teilen. Das könnten die Symbole in den Gemälden der Finsternis sein. Schön. Und weg. Ja, das war's von Infos. Glaube ich. Hoffe ich. Naja. Jetzt können wir weiter. Und ihr könnt die Untertitel lesen. Ah, toll. Wie ich das schon sehe. Belagerte Galerien können wir jetzt mal streichen. Und hier auch wieder Tschüss sagen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht schneide ich zusammen. Das war euer Jean, sei es das neue Spiel des Tipps. Ich sage au revoir.